herzlich willkommen zu einem ganz entspannten Video. Gnade Maul rot. Da sind Sumos, glaube ich, da drin. Ich habe Bock zu wenden. Warum oder was? Ja, wir treffen jetzt noch einen Kollegen und dann fahren wir warum. Wo kommt ihr her? Aus Neuenhagen. Kurz richtige Flex, jetzt haben Wheelie gemacht. Hol mich mal einer rein. Also ich werde auf jeden Fall nicht mehr rausgehen aus dem Sehner, weil ich komme nie wieder rein. Ja, was ist mit meinem Baumarktteil hier auch so? Na, drück einfach so, mal weißt du, du kannst hier Bosch Blau kaufen oder Makita oder halt hier Einhell vom Penny. Ich hab Einhell. Drück einmal ruf. Richtig. Macht nicht. Mach nicht. Mach mal zusammen. Du hast gerade den Renault abgeschlossen. Das war auch alles. Ich glaube, wir müssen noch mal neu koppeln. Na, wollen wir los, oder? Ja, Taxi. Ja, Taxi können wir auch vorne. Ich kann mich noch erinnern, wo wir letztes Mal mit Stefan gefahren sind. Ich habe mich nicht mehr gedacht, Taxi würde ich einfach wegfahren. Können. 60 Grad Öl nur noch. Ja, perfekt. Motor kalt, erstmal Begrenzer, Digga. Naja. Achso, dann wird der 125er ist schon mal vorgefahren. Tasche ist diesmal zu, sehr gut. Oh, der arme Roller. Eieiei. Ich glaube, den vor mir, den kenne ich sogar. Also. Über Insta zumindest, glaube ich. Ich glaube, ich folge ihm sogar schon. Also sein Name kommt mir bekannt vor, da steht auf seiner Kapuze da drauf. Muss ich tanken? Nö. Ich glaube,
Ich glaube, ich folge dir sogar schon. Ja? Und ich glaube, du bist der einzige Typ, der der Tochter meines Chefs folgt. Oder 25er ohne DB-Keller. Man braucht einfach nur ein bisschen durch die Stadt fahren und schon ist man plötzlich mitten in der Action hier. Und mit 4 Sumos unterwegs. Perfekt. Digga, sie ist einfach ausgegangen. Ich hab seinen Standard runtergeklappt. Mal gucken, was merkt. Theoretisch, wenn er einen Gang reinmacht, sollte ich eigentlich ausgehen. Mal gucken. Digga. Er hat's aber schnell gecheckt. Aber wo ist er jetzt, hä? Wo ist er hin? Ey, ich hab seinen Seitenständer runtergemacht. Aber er hat's gecheckt. Aber wo ist er jetzt? Der Digga. Ich habe bei der Ampel seinen Seitenständer runtergemacht, aber er hat es eigentlich gecheckt. Keine Ahnung, warum er jetzt nicht losfährt. Wo ist er denn? Okay. An der letzten Ampel. Ja gut, also das wollte ich jetzt natürlich auch nicht. Digga, scheiße. Aber er hat es doch gecheckt, hä? Geht die Karre nicht mehr an oder was? Also eigentlich, wenn du einen Gang reinmachst, der Ständer unten ist, dann geht die Karre halt aus, dann machst du den Ständer wieder hoch und dann geht die wieder an. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. Das tut mir jetzt auf jeden Fall leid. Hä, wenn man den Ständer runter macht, dann kann man die Karre doch wieder anmachen, wenn der Ständer oben ist. Ja. Hä? Naja, jetzt fährt sie ja wieder. Was auch immer da los war. Sorry, Diggi. Oh Mann. Nur kurz Ständer runtergemacht und dann so ein Drama.
jetzt der Verkehr auf jeden Fall mies entspannt. Hier ist ja jetzt gar nichts mehr los. Juhu! Let's go! Da bin ich doch dabei. Er soll mal ein Wheelie machen hier. Let's go! Falscher Gang, oder was? Da sind wir dabei. Let's go, Junge, das macht so Bock, ey. Ich kenne den. Wieder nicht genug Power gehabt. Keine Ahnung, wo wir sind, aber ist eigentlich geil hier. Lindenberg. Keine Ahnung. Das sind die Asozialen hier wieder, alle viel zu laut. Digga, die echt Begrenzer geben, Junge. Ja. Digga. Junge! Öl auf 40 Grad, jalla Begrenzer. Es juckt auch einfach nicht. Dann geht halt der Motor hoch, scheiß drauf, Digga. Drauf, ey. Das sieht aus, als wenn er auf so einem Bürostuhl sitzt.
Die Dinger sind übrigens keine Blitzer, ein großer Fund. Das ist für LKW-Maut. Da hat's halt immer gebremst für die Scheiße. Wann ziehst du denn jetzt mal einen Wheelie? Was? Wann ziehst du mal jetzt einen Wheelie? Machst du hier gleich? Ich hab das auf Kamera denn. Ja, aber das geht hier auf dem Rund nicht, weil ich meine Wheelies machen die grundsätzlich mit einem durchdrehenden Hinterrad. Ach so. Das ist bei dem Asphalt hier schwierig. Okay. Aber wenn wir heute irgendwo noch auf so einen Asphalt kommen, mache ich ihn. Sehr gut. Junge, ist das laut. Scheiß windig hier, Digga. Sieht aber echt geil aus, seine Karre. Seine natürlich. Checker, mit der 125er, schau mal, der hier durch ist. Da wird gleich geguckt. Mal die asozialen Motorradfahrer. Ah ja, entspannt. Da sind wir noch dabei. Das war so asozial. Das ist so am Kipppunkt, Junge. Let's go. Geil, Mann. So, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War eine übel geile Abendrunde heute. Einfach durch Zufall hier noch ein paar Dudes getroffen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo, einen Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.